Ja, also nach oben geht's zum Ziel. Dann gehe ich erstmal hier nach rechts weiter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist absurd. Wer hat denn überhaupt all diese dämlichen Golems geschickt? Versuchen die etwa einen neuen Krieg vom Zaun zu brechen? Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, aber sie müssen daran erinnert werden, wie stark die Night Witches sind. Dankbarkeit lässt dich stärker werden, oder? Also dann, danke, danke und tausendmal danke. Jetzt nimm meine Dankbarkeit und tritt ihnen in den Hintern. Jo, mach ich. Ah, ich habe einen weiteren Dorfbewohner befreit. Freut mich, freut mich, freut mich. Okay, dann gehe ich jetzt mal nach links. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Bin ich denn jetzt? Achso. Okay. Nee. Ich kann nicht. Ich kann dich nicht zerstören. Ah, nee. Oh, Vorsicht. Und jetzt. Schnell, 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 schnell. Das war knapp. Ja, natürlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist echt... Ja, hier ist auch noch mit Gegner. Eieieiei. Oh, ey, das ist so fies, ey. Wie ein Magnet. Die Dinger ziehen mich an wie ein Magnet, ey. Wenn ich, je näher ich ankomme, ey, das ist echt mega fies. Aber gehe ich da jetzt nicht ziehe? Hm. Ja, klar, gehe ich da jetzt zum Ziel. Hm. Aber der Hintergrund sieht auch wunderschön aus. Faruru, du bist hier. Wir sind gerettet. Ich habe getan, was ich konnte, aber es sind zu viele Golems. Und Arkay wird vermisst. Und Rain, versuch nicht gegen ihn zu kämpfen. Was? Ach du Scheiße. Eine Night Witch weniger. Nur noch drei. Ach, komm schon. Was? Hast du getan? Du fliegst ja. Nur Night Witches können fliegen. Was bist du? Ich bin... Was bist du? Ich sollte dich auch erledigen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Graf, tu das nicht. Denk daran, keine zivilen Opfer. Sie ist keine der vier Night Witches. Vergiss sie. Robin wird jeden Augenblick aus dem Schloss kommen. Ich brauche dich dort. Ja, eure Hoheit. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Niemand besiegt eine Night Witch. Sie sind so stark wie Tausende. Wie konntest du so etwas tun? Night Witches sind einfach nur Unterdrückungswaffen. Sie müssen ausgemustert werden, damit die Menschen wirklich frei sein können. Sie war eine lebende Person. Du bist ja total verrückt. Ich wurde auch zur Waffe. Zu einer besseren. So einfach ist das. Apraxas.
Neuer Befehl. Ergreife jeden Eindringling. Lass niemanden durch diese Tür. Was? Abraxas? Oh Gott. Oh, das ist ein Abraxas. Versteck dich ruhig, interessiert mich nicht. In ein paar Stunden wird das alles vorbei sein. Das wird wohl unser nächster Boss sein. Oh. Damit wirst du nicht davon kommen. Okay. Abraxas, neuer Befehl, geh schlafen. Auslöschen. Naja, es war ein Versuch wert. Zeit für Plan B. Ich werde dich selbst ausknocken. Zerstörungsgolem Abraxas. Yo, Boss Time. Aua. Oh mein Gott. Oh. Ja. Oh. Oh mein Gott. Okay, die Zauberkannen sind wirklich sehr effektiv gegen die Bosse. Oh, er hat was hinterlassen. Haben. Memento Abraxas Abrissbirne. Beschwöre die Erinnerung von Abraxas und schwinge zwei Abrissbirnen horizontal nach links und rechts von der Wirkerin. Ich hab's geschafft. Unglaublich, dass ich es geschafft habe. Nach all den Jahren fühlte ich mich einen Augenblick lang wie eine richtige Nightwitch. Aber, Faruru, bist du wirklich fort? War das alles real? Ich kann es einfach nicht glauben. Aber ich muss weitermachen. Akai braucht mich. Oha. Moment mal. Wo bin ich jetzt? Hier. Okay, ich gehe erstmal nach links. Okay, hier sind wieder ein paar von diesen Münzen. Die Tür ist natürlich verschlossen. Toll. Ja, super. Achso, da komme ich hier wieder aus. Okay, dann gehe ich erstmal nach rechts. Aber dass da die Tür zu ist, nee. Gott, ey, wie eine verlassene Ruine, ey. Gott, oh Gott, oh Gott. Richtig trostlos, sieht das hier aus. Wow, ein Riesenportal, ey. Ah, will ich da hin? Oder kann ich da überhaupt? Nee. Der Schild, der den Kühlschrank schützt, ist noch intakt. Sehr gut. Kühlschrank? Ohne diesen Schild würden die Megawürmer sich über unsere ganzen Nahrungsreserven hermachen. Okay. Wie auch immer. Lohnt sich das hier überhaupt, die Fässer zu zerstören? Ich glaube wohl eher nicht. So. Ach, ich sehe gerade. Moment, wenn ich jetzt nach links durch den Ausgang gehe, nach oben und dann nochmal nach links. Also hier unten war das, genau. Dann komme ich ja in dem Raum, wo jetzt hier die Tür zu ist. Glaube ich zumindest. Aua. Bin ich... Ah. Nee, ich wollte nach unten. Ach so, geht nicht. Toll. Doch, geht. Ach, weil die ist nur gut versteckt. Hinterhalt. Na toll. Oh mein Gott. Ich muss öfters Zauber aktivieren, ne? Ich sammle die Steinchen gleich ein, ey.
Oh mein Gott! Holy shit! Das ist überhaupt gar nicht gemein, ey. Aber ich hab's geschafft. Der Hinterhalt ist besiegt. Gut. Wofür? Okay, das war knapp. Bin ich denn jetzt? Oh, noch mehr Münzen. Lol. Vielleicht werden die noch wichtig im späteren Spielverlauf. Dreifachkanone. Feuere drei Kugeln auf einmal ab. Du weißt ja, alle guten Dinge sind drei. Dreifachkanone. Geil. Wow, ein riesen Upgrade, ey, finde ich. Dreifach Geschoss. Wow, danke, Spiel, du bist ja sehr nett. Ah ja, nur von der anderen Seite konnte ich das jetzt öffnen. Okay. Ja, dann geht's jetzt nach oben. Aber das ist jetzt viel angenehmer mit dem Dreifachschuss. So, nein, ich gehe jetzt mal nach oben. Weil rechts ist nämlich das... Ach du Scheiße. Natürlich triffst du mich. Ach, leck mich doch. Oha. Oh mein... Ja, wenn ich mich so weiter anstelle, bin ich gleich tot. Gut. Was denn? Amor-Magazin. Für Liebhaber der Schmiedekunst. Sammle diese Zeitschriften, um neue Rüstungsrezepte für den Underbreaker zu lernen. Okay. Eine bessere Rüstung dann. Okay. Interessant. Oh, das war aber eine Riesentür, ey. Da ist er, ja. Ihm scheint es nicht zu gehen. Was ist passiert? Ich habe dieses unglaublich laute Geräusch gehört und dann begann alles auseinanderzubrechen. Es gab einige Explosionen und ich fiel in dieses Loch, glaube ich. Ich muss auf meine Schulter gestürzt sein. Die tut nämlich höllisch weh. Ich muss sie wieder richten. Mal schauen. Dieser Fels könnte hilfreich sein. Versuchen wir es. Was hast du vor? Au, aua. Nee, das funktioniert nicht. Au, 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 au. Okay, versuchen wir es noch einmal. Stehst du auf Schmerzen? Ah. Oh. Okay, schon besser. Jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Rain wird wohl schon nach mir suchen. Ich sollte etwas leer machen. Hey, ich bin hier unten. Hallo, Hilfe. Oh oh. Gegner. Oh nein. Gar nicht gut. Stadtmarkt. Unser Wagen, was ist hier passiert? Beruhig dich, Rain. Der Typ sagte, keine zivilen Opfer. Warte auf mich, Akai. Ich weiß, dass du hier bist. Oh, wow. Boah, der Baum, der sieht ja schön aus. Krass. Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment mal. Sind das verschiedene Kartenabschnitte?
Ja, sind es. Oh Gott. Okay. Okay, okay, okay. Nein, ich... Warum habe ich mein Dreifachgeschoss nicht mehr? Das ist doch scheiße. Warum habe ich denn das jetzt nicht mehr? Ah! Okay, das zählt jetzt als Karte? Okay. Interessant. Ja, Zauberkartendeck bearbeiten. Ich würde mal sagen... ich würde mal das Maschinengewehr umtauschen durch die Dreifachkanone. Und das will ich auch mal ausprobieren. Jawohl. So. Ich habe endlich einen Weg gefunden, wie ich den Markt erreiche. Ich habe unseren Wagen gefunden. Das bedeutet, Akai war hier, als die Golems angriffen. Das Hologramm dort sagte, keine zivilen Opfer. Also malen wir nicht den Teufel an die Wand. Ich muss ruhig bleiben und hier jeden Winkel absuchen. Okay. Ja, mein Lieben, aber ich würde mal sagen, für die erste Aufnahme reicht das erstmal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz dass ich jetzt hier ein paar Sheets aktiviert habe. Und ja, ansonsten, ich werde so schnell wie möglich wieder hier weiter aufnehmen. Also das Spiel, das ist ja doch wirklich sehr interessant. Also ich freue mich auf jeden Fall auf mehr von The Night Witch. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, ich finde das Spiel bis jetzt richtig putzig und süß. Und die Bosse sind allerdings herausfordernd, wie gesagt. Also das sind echte interessante Kämpfe auf jeden Fall. Naja, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die erste Aufnahme, die erste Aufnahme-Season von The Night Witch. Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Aufnahme von The Night Witch wieder vorbeischauen würdet. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüssi.